Herzlich willkommen zu diesem Video über das SmartPart Bodenanker und den Raster. In den nächsten Minuten zeige ich euch, wie ihr in Allplan ganz einfach eine Anker bzw. eine Nagelwand erstellen könnt. Für das braucht ihr eine Baugrube und die Böschungsflächen, welche ich vorhin schon extrudiert habe zu einem Körper, der mir den Spritzbeton abbildet und auf den ich jetzt das Raster legen möchte. Wir sehen hier die Baugrube und auch schon eine vorbereitende Ansicht, wo ich nachher das Ganze auch auf einen Plan bringen kann. Ich wähle jetzt für das Erstellen des Rasters nur eigentlich die Nagelwand aus. Und wir sehen hier den Körper. Was ihr noch dazu braucht, ist eine 3D-Linie, die den Böschungsfuß abbildet. Auf diese 3D-Linie könnt ihr nun den Raster erstellen. Zu diesem Zweck gehe ich auf den neuen Befehl 3D-Raster erstellen und wähle die 3D-Linie an und es gibt mir schon einen ersten Vorschlag, wie das Raster aussehen könnte. Ich wähle jetzt wieder den 3D-Körper an, dass ich sehe, wie groß mein Raster werden soll und kann jetzt mit 3D-Raster modifizieren diesen jeweils anpassen. Wir sehen hier die Parameter, welche ich für den Raster gebrauchen kann. Zum einen ein Offset, vertikal und horizontal, das ist der Abstand vom linken unteren Punkt bis zum ersten Achsenschnittpunkt. Dann habe ich die vertikalen und horizontalen Abstände der Achsen. Ich habe den Aufstellwinkel, also beispielsweise für eine Nagelwand 10:1, und ich habe dann den Winkel am Anfang und am Ende zur benachbarten Böschung. In diesem Fall habe ich jetzt am Ende auch wieder 10:1, weil dort wieder eine Nagelwand anfängt und ich habe am Anfang 45 Grad, weil dort eine 1:1 Böschung ist. Bei den Höhen habe ich die Möglichkeit, die Höhe des Rasters einzustellen. Wenn ich wie in diesem Beispiel jetzt eine geneigte Oberkante habe, kann ich hier die Höhen eintragen. Dazu kann ich schnell das Ganze messen, wie hoch das Ganze etwa ist. Hier in diesem Beispiel 6,30 Meter und auf der anderen Seite ca. 17,50 Meter. Diese Werte kann ich jetzt hier eintragen. Und dann ist der Raster in diesem Fall jetzt über die ganze Fläche ausgefüllt worden. Man hat noch hier die Möglichkeit, die Achsen anzuzeigen, beispielsweise jetzt hier im Grundriss. Hier sieht man dann, wo das die Achsen sind. Das kann man eben auch mit Nichtanzeigen ausschalten. Und ihr könnt auch die Darstellung des Rasters noch entsprechend beeinflussen. Als nächstes wählt ihr die Bodenanker aus, die ihr jetzt auf diesem Raster absetzen möchtet. Ihr geht auf das SmartPart Bodenanker und könnt jetzt beispielsweise, wenn ihr das vorgängig gemacht habt, einen Favoriten laden. Anker und Nägel und ich habe hier mal einen KSP R38 Anker abgespeichert und könnt den so einstellen. Man kann hier bei den allgemeinen Informationen Bauteil, Standort, Lage und einen Drehwinkel angeben. Ihr könnt dann den Anker selbst auswählen von gespannt und ungespannt, das System, ob es ein Litzenanker oder ein spezifischer Typ ist und dann wird auch jeweils der Ankertyp zur Auswahl hier angeboten. Ihr könnt einen Korrosionsschutz wählen, ob es ein Sackanker ist und die Auswahl der Bohrkrone, sowie auch dann die Injektion und was es für eine Ankerkategorie ist. Ihr habt hier die Möglichkeit, die Ankerkraft einzustellen und auch, ob es eine Spannprobe, eine einfache oder eine ausführliche Spannprobe ist. Hier haben wir dann die Geometrie des Ankers. Wir können auch wieder den Drehwinkel und den Neigungswinkel einstellen. Der Durchmesser wird direkt aus dem Typen genommen und ihr habt dann hier die Möglichkeit für die freie Länge, die verankerte Länge, der Durchmesser im Verankerungsbereich und auch dann die Ankerplatte oder je nachdem auch eine Betonplatte oder einen UNP-Träger auswählen. Zum Schluss gibt es hier dann noch einen möglichen Keil, den ihr anklicken könnt und den Ankerkopf bestimmen. Das Ganze könnt ihr auch eben 2D und 3D darstellerisch verändern.
wie ihr hier möchtet. Ihr könnt auch Layer zuweisen, eben Farben, Striche, alles Mögliche ist hier beeinflussbar. Und bei der 3D-Darstellung könnt ihr dann die Farben der Ankerköpfe, der Verpresskörper und so weiter einstellen, damit der auch nachher im 3D und dann, wenn man einen Plan ableitet, genauso aussieht, wie ihr das möchtet. Wenn ihr den Anker nach euren Wünschen eingestellt habt, könnt ihr diesen auf das Teilbild absetzen. Ich wähle hier jetzt noch 180 Grad, damit er in die richtige Richtung schaut und setze den mal neben die Ankerwand ab. Genauso könnt ihr jetzt den zweiten Anker oder den Nagel für eine zweite Lage beispielsweise einstellen. Ich wähle hier jetzt den vorher abgespeicherten Nagel und setze auch diesen neben die Ankerwand ab. Anschließend geht ihr wieder auf den Raster modifizieren und könnt jetzt die Smart Parts im Raster absetzen, entweder im Schachbrett oder im Schachbrett invers. Das heißt, er würde nicht den ersten oberen Ecken nehmen oder den Schnittpunkt, sondern erst den zweiten oder auf allen Schnittpunkten. Ich sage dann hier Smart Part auswählen. Ich möchte jetzt den Anker mal auf allen Schnittpunkten absetzen. Gehe auf Smart Part absetzen und der Anker wird hier entsprechend dann auf jedem zweiten Schnittpunkt abgesetzt. Ich möchte jetzt beispielsweise die unterste und drittunterste Lage mit dem eben abgesetzten Nagel austauschen. Ich wechsle dazu die Ansicht in der Isometrie und habe nun die Möglichkeit in dieser Isometrie die Anker in der gleichen Lage auszuwählen. Ich gehe auf den Befehl Makro Smart Part tauschen und sage, ich möchte die unterste Lage tauschen mit eben diesem Nagel und dann wird er angepasst. Das gleiche noch mit der dritten Lage und so habe ich schnell die Möglichkeit, hier diese Anker oder Nägel auszutauschen. Ich habe das jetzt nun ein wenig übersprungen und habe jede zweite Lage mit einem Nagel ausgetauscht. Die beiden Masternägel kann ich nun löschen und kann jetzt auch in den Ansichten jeweils noch einzelne Nägel löschen oder verschieben. Beispielsweise kann ich jetzt dieses Smartpad anwählen und das löschen, weil ich hier beispielsweise keinen Anker brauche. Hier ebenso. Und kann da beliebig eigentlich diese Einteilung noch verändern. Das Ganze könnt ihr jetzt auch nummerieren. Ihr geht hier auf den zusätzlichen Befehl Anker nummerieren, kann jetzt hier eine Startnummer eingeben. Beispielsweise möchte ich jetzt hier auf 101 gehen und kann das Smart Part oder die Smart Parts auswählen, beispielsweise im Schnitt oder in der Isometrie und kann jetzt ein Start Smart Part wählen. In diesem Fall möchte ich beispielsweise von hier unten links beginnen und dann werden diese Anker jeweils durchnummeriert. Zu guter Letzt könnt ihr das Ganze natürlich noch auswerten. Dazu geht ihr auf den Report, beispielsweise Auswertung Anker-Nägel, welche euch die Anzahl der Anker und Nägel sowie auch die freie verankerte Länge und so weiter auswertet. Mit einem Einheitspreis pro Meter könnt ihr sogar noch die Kosten dazu ausrechnen. Die andere Möglichkeit ist die Auswertung für die Absteckung, beispielsweise hier Übersicht Anker. Da wird eine Liste erstellt mit allen Anschlagspunkten des jeweiligen Ankers, wenn das georeferenziert ist, natürlich auch in den Landeskoordinaten und habt hier jeweils die Position der Anker und eben alle notwendigen Informationen, die der Baumeister auf der Baustelle dann braucht, um diese Anker und Nägel zu bohren. Ich hoffe, ich konnte euch das Smart Part Bodenanker und den Raster ein wenig näher bringen und wünsche euch zukünftig viel Erfolg beim Erstellen von Anker- und Nagelwänden.